Warum reagiere ich in bestimmten Situationen vollautomatisch und ärgere mich hinterher, dass es wieder passiert ist? Ich brauche ja dieses Zwischenteil, damit das nächste, damit das ganze Bild entsteht. Und Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. so, einen wunderschönen guten Tag an alle, die jetzt zuschauen. Imke Rosika und ich sind heute beieinander, um uns über verschiedene Themen zu unterhalten, sage ich jetzt mal. Und dafür ist es wichtig zu wissen, dass wir uns über unsere Bücher kennengelernt haben. Und Imke hat ein Buch vor kurzem rausgebracht, das heißt Lebenspuzzle. Der Untertitel heißt Traumatisierungen auflösen, inneren Frieden finden und Leuchtturm sein. Ein sehr vielversprechender Titel und ein sehr vielversprechendes Cover. Ich habe das Buch natürlich schon gelesen. Und liebe Imke, vielleicht magst du damit anfangen, kurz zu sagen, worum es in dem Buch eigentlich geht. Also was beschreibst du in dem Buch? Ich beschreibe in dem Buch tiefgehend meinen Heilungsprozess oder beziehungsweise die, nicht den Heilungsprozess, den habe ich in anderen Büchern schon mal beschrieben, sondern die Entdeckung, die ich gemacht habe, als ich mein Lebenspuzzle gelegt habe, nämlich, dass wir alle aus Lebenspuzzlesteinen bestehen und im Laufe der Zeit ein vollständiges Bild von uns kriegen dürfen, wenn wir die Puzzleteile entdecken und uns anschauen. Und uns auch trauen anzuschauen. Deswegen auch der erste Teil Traumatisierungen auflösen, weil das ist ein ganz großes Puzzleteil, das die meisten, glaube ich, für sich gar nicht so entdecken. Wir sind so umwoben von dem, was uns im Alltag beschäftigt und reagieren manchmal vollautomatisch. Und ich habe halt mal geguckt, warum reagiere ich in bestimmten Situationen vollautomatisch und ärgere mich hinterher, dass es wieder passiert ist. Und so bin ich ja letztendlich auf den Punkt gekommen, dass ich sage, da muss doch irgendetwas im Hintergrund sein, was mich steuert, auf das ich keinen Zugriff habe. Und so bin ich langsam losgelaufen und habe ein Puzzleteil nach dem anderen aufgedeckt. Sehr schön. Das heißt, du hast herausgefunden, dass die Ursache für diese Reaktionen in deinem Leben, dass das Traumatisierungen sind, die von irgendwo herrühren. Wo rühren die genau her? Ich habe zuerst gedacht, sie kommen von mir. Also, wenn ich in bestimmt, ich habe 2003, bin ich an Panikattacken erkrankt und habe dann immer gedacht, das ist ja meine Reaktion, meine Körperreaktion auf zum Beispiel das Piepen vom Rolltor beim Lidl. Ja, ich habe gedacht, ich muss da raus. Also, das sind so die ersten Anfänge gewesen. Ich habe aber nie finden können, woher es wirklich kam. Ich habe ein Jahr normale Verhaltenstherapie gemacht. Ich wusste dann, wie Ängste im Körper wirken. Aber wo sie herkamen, wusste ich noch immer nicht. Weil ich habe noch nie unterm Rolltor gestanden. Mir ist noch nie etwas passiert. Ja. Anderes typisches Beispiel, wenn ich durch den Elbtunnel fahren sollte, war ich 3 Wochen vorher schon in Panik. Ich habe nie im Stau gestanden im Elbtunnel. Also woher kommt diese Angst? Und so bin ich dann tiefer gegangen und habe mich mit der Geschichte meiner Eltern beschäftigt, mit der Geschichte meiner Großeltern und bin letztendlich dahinter gekommen, dass diese Traumatisierungen, die mein Leben so geprägt haben, meist gar nicht von eigenem Erleben kamen. Sondern von dem Erleben deiner Vorfahren. Von dem Erleben meiner Vorfahren, ja. Und dann bin ich immer tiefer gegangen und habe immer tiefer geguckt, habe meine Mutter interviewt, wie es in ihrer Geschichte aus war und da ist mir dann klar geworden, warum ich Angst vor bestimmten Situationen hatte. Das heißt, Und haben warum ich und warum ich in bestimmten Situationen mit Panik reagiere, obwohl ich noch nie etwas Furchtbares dabei erlebt habe. und der Tunnel, also der Elbtunnel und dieses Tor, geht es auf dich? Selbe Ursache zurück oder sind es verschiedene? Also das Pieptor bei Lidl hat mich in einer Zeit erwischt, wo ich schon mitten in meinen Panikattacken war. Und das weiß ich also von meiner ersten Therapie, dass wenn die Reizschwelle schon so niedrig ist, dann braucht es keine großen Auslöser mehr, um Panik auszulösen. Ich habe dann aber für mich so gemerkt, ey, das ist doch nicht normal, dass ich beim Einkaufen in Panik ausbreche, weil irgendwo hinten im Laden irgendwas piept. Das war für mich der Auslöser zu gucken. Ja. Und der Elbtunnel war tatsächlich eine von den Ursachen, bei denen ich gesagt habe, ja, heute verstehe ich, warum ich im Elbtunnel diese Panikattacken hatte. Ja, Das dann. ist total spannend.
Dann magst du es direkt jetzt erzählen, warum das so ist, Ja, wie das das hängt war. natürlich mit der Geschichte meiner Eltern zusammen. Ich bin in Bremen groß geworden und mein Vater kommt aus Flensburg. Und wenn wir Familienbesuche gemacht haben, mussten wir durch das Nadelöhr Elbtunnel. Und meine Eltern waren immer sehr angespannt, wenn sie nach Flensburg gefahren sind. Kannst du dir vorstellen, vier relativ kleine Kinder hinten im Auto. So um 1966, 67 rum war das wirklich kein Spaß. Und das Verhältnis zur Familie meines Vaters war nicht ganz unbelastet. Aber das wussten wir als Kinder nicht. Ich fand Ja. es als Kind total spannend. Mein Onkel hatte ein Haus direkt an der Ostsee. Das fand ich super. Für uns war das Urlaub. Für meine Eltern war es anstrengend. Und Okay. diese Anstrengung haben wir immer mitgekriegt. Ja. Da ich mir aber nicht erklären konnte, warum meine Mutter so gestresst war und ich von meiner eigenen Geburt, also auch das hängt damit zusammen, so dieses, boah, es wird eng, es wird dunkel, die Luft wird knapp. Ja. Da habe ich dann gedacht, ja gut, dann ist der Elbtunnel was ganz Furchtbares. Und wir haben jahrelang, mein Mann und ich haben jahrelang unsere Urlaube danach ausgerichtet, ob wir durch den Elbtunnel müssen oder nicht. Okay, und war das auch bei anderen Tunnel oder war das tatsächlich nur der Elbtunnel? Es war auch bei anderen Tunneln so. Also alleine die Vorstellung, in dieses dunkle Loch zu fahren und nicht zu wissen, ob die Luft reicht, das Ja. hat bei mir die Panik ausgelöst. Das ist ja aber auch wirklich, wenn man mal ehrlich ist, eine komische Situation, gell? Dass wir Ja, so. aber heute fahre ich ganz entspannt durch den Elbtunnel und ich habe auch schon mehrfach im Stau gestanden. Für mich ist das mittlerweile eine überdachte Autobahn. Sehr schön. Weil der Elbtunnel, das muss man ja vielleicht nochmal erklären, für uns, die wir hier im Süden Im sind, Süden, ihr wisst ja gar nicht, was das da ist. ist ja Wasser drüber, gell, oder? Der geht ja unten durch, ja? Der Was geht unter der verbindet Elbe der durch. genau? Was verbindet der genau, der Elbtunnel? Was verbindet Der der? verbindet eigentlich die beiden Teile Norddeutschlands. Also wenn du an die Ostsee fahren willst und du willst nicht große Umwege in Kauf nehmen, dann fährst du über Hamburg. Und man fährt unter der Elbe durch. Ist Man das fährt unter der einfach? Elbe durch und der Elbtunnel ist mittlerweile vierspurig. Sie bauen, glaube ich, sogar schon an der fünften Spur. Es ist tatsächlich einfach die Wahnsinn. kürzeste Verbindung. Ja, Es sei ja. denn, du fährst über Glückstadt und Wischhafen und willst 2,5 Stunden warten, bis du auf die Fähre kommst. Also die Alternative ist einfach nicht gegeben. Okay, ja. Und deswegen ist das für uns damals normal gewesen. Für uns ist es heute auch normaler, obwohl Hamburg immer ein furchtbares Nadelöhr ist. Das ist so wie Ja. in München, innerer Ja. und äußerer Stadtring. Da ist immer so viel los, dass du denkst, oh Gott. Ja. Genau. Aber der Schön. Elbtunnel war für mich schon echt speziell. Und wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkommen kann, das heißt, deine Eltern waren weswegen so angespannt, wenn sie da durch mussten, wegen der Situation mit den Kindern und so, und weil Auch. die Erwartung dort Auch. dann unklar Beides. Es war beides. war? Ja, okay. Ja. Und das heißt, da hast du dann kapiert, okay, das ist nicht mein Erlebnis, sondern das ist das Erlebnis meiner Eltern und ich habe aber immer noch davor oder Panik im Prinzip, ja, Ja, obwohl es genau. mich dich ja gar nicht betroffen hat, Genau. weil du hast ja da kein Problem damit mit dieser Familie. Genau. Okay, sehr Genau. schön. Und Okay. nachdem ich das verstanden hatte, dass es nicht der Elbtunnel war, der das Problem war, sondern meine Geburtsumstände und diese unfassbare Anspannung, unter der wir immer gefahren sind, dann war es weg. Okay, das heißt, diese Geburt, logisch, das ist ja auch ein ganz enger Ja. Kanal, wo wir durch müssen, da wiederholt sich das dann wieder. Und hat es aber jetzt auch, also warum deine Eltern so angespannt waren? Und bist du da auch dahinter gekommen, warum dann dieses Verhältnis mit der Familie irgendwann hängt es auch irgendwie zusammen oder hat es damit gar nichts zu tun? Doch, das hat insgesamt mit der Familie zusammen, aber das ist etwas, was ich weder im Buch beschreibe noch hier erzählen Okay, möchte. Also alles das klar. wäre mir dann, weil ich habe, das ist der Prozess, den ich beim Buch gegangen bin. Ich hatte den Impuls, das alles aufzuschreiben. Und bevor es rausgekommen ist, habe ich dann aber noch überlegt, nein, das ist deren Geschichte. Ich habe nicht das Recht, ihre Geschichte zu erzählen. Ich Ja. habe das Recht, meine Geschichte zu erzählen, weil ich dann auch steuern kann, wie viel ich erzählen will oder nicht. Aber ich kann nicht sagen, mein Vater ist vor 1,5 Jahren gestorben, was er davon halten würde, wenn ich jetzt diese Familiengeschichte erzähle. Absolut. Okay, Und alles das klar. ist mir zu persönlich. Aber wenn wir mal weiterdenken würden, es gibt eben wieder auch bei deinem Vater wieder Gründe, warum Haben er wir. bestimmte Ja. Ängste oder bestimmte Reaktionen hat. Und das ist das, was du auch in deinem Buch so deutlich machst, ja, dass du dann sagst, okay, das hängt über Generationen irgendwo zusammen, ja. Da gibt es ja in Europa, sage ich jetzt mal, gibt es ja ein großes Thema, was uns alle betrifft. Ja. Und da bin ich tatsächlich drauf gestoßen im Laufe meiner unterschiedlichen Therapieangebote. Ich habe also nach diesem ersten Jahr Verhaltenstherapie
alternative Wege gewählt, weil ich gemerkt habe, diese klassische Vorgehensweise ist nicht das, was mich weiterführt. Also bei der Verhaltenstherapie war es ja so, ich habe 52 Wochen jede Woche ein Gespräch mit der Therapeutin geführt und wusste am Ende dieser 52 Wochen noch immer nicht, wo es herkam. Da möchte ich kurz einhaken, weil das finde ich Ja. ja sehr spannend, weil ja viele Menschen schon das Wort Therapie schon abschreckt, ja. Oh Gott, ich mache doch keine Therapie. Um Jetzt Gottes sagst Willen, du bloß nicht. aber, genau, jetzt sagst du aber, dass eigentlich eine Therapie zu etwas, zu einer konventionellen Behandlung beiträgt, oder? Und das ist dann eigentlich gar nichts Außergewöhnliches. Das ist eher schon eine Nein. medizinische, ganz klar vorgegeben, so macht man das, hat aber offensichtlich nicht geholfen in deinem Fall. Ja, das hat damit zu tun, das beschreibe ich übrigens auch im Buch an einer Stelle, das hat damit zu tun, weil die Verhaltenstherapie ja nur darauf ausgelegt ist, mein Verhalten zu verändern. Also ich erinnere mich an ein Gespräch, ich konnte, das war, also es gab viele Situationen, in denen es mir zu eng und zu stickig war, also Elbtunnel war nur einer davon. Ich konnte zum Beispiel nie bei uns in der Stadthalle, und die ist relativ klein, im Mittelplatz sitzen, weil ich dann das Gefühl hatte, und wenn mir jetzt mal übel wird, dann komme ich hier nicht raus, ohne dass es viel Aufsehen verursacht. Und die Antwort meiner Therapeutin war, das, was andere können, können sie auch lernen. Stehe. Und das ist der Grund von, also es gibt ja diese Therapieform, wo man sich dann diesen Reizen bewusst aussetzt. Konfrontationstherapie, genau. So. Ich habe von vornherein gewusst, die Konfrontationstherapie würde bei mir nicht funktionieren. Und das hat es auch nicht. Ich habe dann eher noch so mit mir selber geschimpft, wenn ich es wieder nicht geschafft habe. Also ich hatte dann immer dieses, das, was andere können, kannst du auch. Und ich Ja. habe es nicht geschafft, also bin ich noch tiefer Bin gerutscht. ich nicht, ich bin nicht gut genug. Ich kann nicht mal Du das, sondern, kannst dich gell? nicht mal das, genau. Wow, okay. Ja, ich finde es wichtig, weil wie gesagt, Therapien auch in vielen Teilen der Bevölkerung auch so ein Geschmäckle haben, sage ich jetzt mal. Aber auch da kann man genauer hinschauen und überlegen, okay, es kann mir nützen oder halt auch nicht. Oder es ist halt ein Baustein, es ist ein Puzzleteil vielleicht, gell, in dem Gesamten. Weil ich meine, vermute ich jetzt mal, hättest du es nicht gemacht, dann wärst du nicht den nächsten Schritt gegangen vielleicht, Ganz oder? sicher wäre ich den nächsten Schritt nicht gegangen. Ich bin ja sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, dieser Verhaltenstherapie sehr offen entgegengegangen, weil ich gedacht habe, noch besser als tief reinzugucken. Intuitiv wusste ich, dass da Ja, was ist. verstehe. Ja. Also das Aber ich war habe dann nach diesem Jahr gemerkt, nee, kommst nicht drum hin. Musst du rein. Da musst du einfach rein. würdest du sagen, das war so ein bisschen auch Vermeidung, zu sagen, komm, ich mach Ja, was? auf jeden Fall. Das Ich finde ich gut. wollte zu dem Zeitpunkt funktionieren. Ich wollte wieder in die Arbeit. Ich wollte nicht auffallen, nicht aus dem Bild fallen. Wenn du eine psychische Erkrankung hast, dann wirst du ja auch dementsprechend angeguckt. Und Ja. ich bin schon immer sehr offen damit umgegangen. Also ich habe jedem, der es hören wollte oder nicht hören wollte, gesagt, ich habe gerade Panikattacken. Ich bin zu Hause. Dann gehen die ja erstmal schon einen Schritt zurück. Und ich wollte nicht weiter auffallen. Ich wollte so schnell wie möglich wieder in den Dienst. Das war schon die Vermeidungsstrategie. Uiuiui. Ja, und vielleicht kann man auch sagen, dass eine Therapie dann heutzutage doch zumindest was die, wie soll ich sagen, die Behandlung angeht, dann doch schon akzeptabel ist. Und sagt, okay, dann mach doch mal die Therapie, danach bist du wieder fit, bist du wieder so, wie wir dich brauchen oder so. Genau. Ja. Okay, also das hat Obwohl nicht auch da funktioniert. immer noch so, wie hast du es gerade so schön gesagt, auch da ist immer noch ein Geschmäckle bei. Ja, Ja. sieh mal zu, dass du wieder in Ordnung kommst. Ja, genau. Da Also stimmt, man. irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Also da ist immer noch so ein Beigeschmack. Ja. Ja, und es ist so eine Art Reparatur, gell? Jetzt mach das Genau. mal und danach ist er wieder gut. Jetzt hast du Genau. aber gelernt, nö, war nicht so. Das heißt, du bist dann weitergegangen. Ich bin Okay. dann weitergegangen, Was ist genau. dann passiert? Ich bin dann zu einem Osteopathen und Kinesiologen gekommen, der Psychokinesiologie macht, und der hat dann mal angefangen, nach Schätzchen zu gucken und so. Und dann kam mir das erste Mal, ich bin dann ganz oft in den Gefühlen meiner Eltern plötzlich gewesen, wo ich dann gemerkt habe, ja, das stimmt auch. Das ist tatsächlich nicht meine Angst. Ja, ich bin noch nie im Elbtunnel stecken geblieben. Bin noch nie im Fahrstuhl stecken geblieben. Ich konnte nie Fahrstuhl fahren früher. Das war für mich undenkbar. Aber ich hatte nie eine Ursache. Und dann habe ich angefangen, tiefer zu gucken. Und er hat mir dann den Impuls gegeben, beim Kriegsenkelkongress mal reinzugucken. Und so bildete sich dann plötzlich so eine Blase, wo ich dann gedacht habe, genau da kommt es her. Also Okay. von dem, was meine Eltern in ihrer Kindheit erlebt haben an Traumatisierung, was meine Großeltern schon mitgebracht haben aus dem Ersten Weltkrieg und Ja. allen anderen, das zieht sich ja bis ins Mittelalter, dass wir Ja. eine kriegerische Gesellschaft sind. Genau.
Genau. Und wir leben ja heute noch in einem solchen Herrschaftssystem, sage ich jetzt mal. Ja? Da bestimmen ein paar Leute bestimmen, wie ich zu fühlen und zu denken habe. Und wenn ich mich anders verhalte, das ist eine Erfahrung, die ich tagtäglich mache, dann löse ich zumindest ein Stirnrunzeln aus. Und das ist etwas, was ich zutiefst gelernt habe. Mach etwas Vernünftiges. Sieh zu, dass du, ne, so nicht auffällst. Ja. Und das haben meine Eltern aus ihrer Kindheit mitgebracht. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man da mal einsteigt in das Thema, Ja. dann wir Deutschen sowieso, ja, wir haben natürlich da sehr viel, da kommt ja ganz viele, kommen ja viele Emotionen zusammen, also Schuld, Scham, was Ja. auch immer. Und auch wie wir damit umgegangen sind, kollektiv und individuell, das ist ja auch spannend. Das Ja. sprengt jetzt den Rahmen, aber das kann man sich auch mal anschauen. Also alle, die jetzt zuschauen und da Ja. Interesse dran haben, da kann man einfach auch mal überlegen, ja, woher kommt das denn? Warum sind wir denn eigentlich als Volk so, Ja. wie wir jetzt heute sind? Also was hat uns da kollektiv dazu gebracht, gell? Also kenne ja deine Familiengeschichte nicht, aber bei mir ist es tatsächlich so, meine Mutter war 9, als sie ihre Mutter verloren hat, im Kindbett bei der Geburt des dritten Kindes. Meine Tante war 6. Dann kam plötzlich, weil mein Großvater hatte keine Zeit zum Trauern. Wie soll das auch funktionieren? Das war 1942, da waren wir ja schon mittendrin. Mittendrin, ja. Und dann ist 2 Monate vor Kriegsende ist das Haus meiner Großeltern bombardiert worden und dann sind meine Tante und mein Onkel ums Leben gekommen. Also meine Mutter hat innerhalb von 3 Jahren 4 enge Familienmitglieder verloren und es war keine Zeit, sich das anzugucken. Es war keine Zeit zu trauern. Ja. Meine Mutter hat nur überlebt, weil sie im Bunker im Garten war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mutter immer gedacht hat, wenn ich bei meinen Geschwistern, weil sie das älteste Kind war, wenn ich bei meinen Geschwistern gewesen wäre, hätte ich ihnen vielleicht helfen können. Und dann denke ich so, was kommt da für Scham und Schuldgefühle? Das kennt man ja von Flugzeugabstürzen, von den Überlebenden, dass sie Ja. sagen, warum habe ich überlebt? Warum bin ich nicht gestorben? Ne? Ja. So. Ja. Und wenn du dir dann vorstellst, und deswegen finde ich den Rahmen gar nicht zu weit, es hat fast jeder in der Familie eine solche Geschichte. Ja, Wie war das bei dir? in irgendeiner Form. Also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und habe auch, als ich mein Buch geschrieben habe, ist das Thema aufgekommen. Also Kriegsenkel ist, weil das kommt dann irgendwann, gell? Wenn man das Irgendwann kommst du jetzt hat, automatisch dann kommt drauf. dann der Punkt. Ich habe tatsächlich nicht so stark wie du jetzt diese Gefühle gehabt, okay, was passiert da mit mir? Aber ich kann jetzt besser nachvollziehen, warum vor allem das Thema Angst so stark ist. Also Angst und dieses Bedürfnis nach Sicherheit und nach, dass alles gut ist. Da habe ich das Gefühl, dass es bei mir in meiner Linie, in meiner direkten Linie, sehr stark bei mir angekommen ist. Und ich bin diejenige, die versucht, das einfach zu lösen, weil ich denke, ich brauche keine Angst vor dem Verhungern zu haben. Also mein Vater, ich habe mit ihm nie drüber gesprochen und er lebt auch nicht mehr, aber der ist im Krieg geboren, das Jahrgang 1940. 1940 und ich glaube, dass die ziemlich heftig, obwohl die auf dem Land gewohnt haben und auch Landwirtschaft hatten, aber ich glaube, die hatten zwischendrin echt nichts zum Essen. Ja, und auch nach dem Krieg, da gab es aber diese harten Jahre da danach, diese extreme Winter und so. Ich kann nur vermuten, dass eben da einfach wirklich Mangel da war. Ja, und dann eben auch, da möchte ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber er hatte tatsächlich vor einigen Jahren, als er sein Haus an meinen Bruder übergeben hat, da kam das auf bei ihm und da hat er dann auch Hilfe gebraucht, Psychotherapie, Hilfe, was für uns alle ein Schock war, weil wir immer dachten, nee, der ist doch so ein starker Mann und dann haben wir das so von hinten rum erfahren, dass er eben extrem Angst hatte, dass ihm buchstäblich das Dach über dem Kopf fehlt und dass es reinschneit. Und ich kann jetzt nur vermuten, dass er da sowas mal erlebt hat, dass er der kalten Winter da einfach, dass die da fast auf Rohren sind oder was. So, er hat da nie drüber gesprochen. Und das sind so Dinge, die ich schon merke, dass die weitergegeben wurden. Und ich habe es tatsächlich so nebenbei mit aufgelöst, weil ich mir immer sage, ja, aber Moment, ich habe doch alles. Also es ist ja alles da. Ich brauche gar nicht einfach zu verhungern, weil wir haben im Überfluss heutzutage. Ja, wir schmeißen hier sogar Lebensmittel Absolut. weg. Ja? Und das ist auch eine Frage von, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das muss man auch im Kopf immer wieder sich sagen, weil anders geht es gar nicht. Ich muss sagen, okay, Moment, schau doch mal, dein Kühlschrank ist nicht leer. Und selbst wenn er leer ist, hast du da noch was. Und das sind so Ja. Dinge, so wie ich damit umgegangen bin. Ich hatte tatsächlich, ich weiß von keinen so traumatischen Erlebnissen, wie du sie jetzt beschrieben hast. Es kann aber sein, dass die vielleicht noch bei mir irgendwann auftauchen. Ich weiß es nicht. Also momentan weiß ich darüber tatsächlich nichts.
Zumindest nicht direkt bei meinen Eltern und Großeltern, aber ich weiß, dass die eben, also mein Opa hat seinen Bruder verloren, meine Oma, ihr Bruder war vermisst, also das haben ja alle irgendwie, gell? So Genau. diese Kriegsverluste. Daher ist das immer, aber es ist wie gesagt, ich bin eben keine Nachkommen, sondern wir sind ja dann die Nachkommen von denen, die überlebt haben, muss man halt Ja, auch sagen, gell? ja, ja. Wir haben nicht Und diese. wir haben alle einen bestimmten Mechanismus erlernt, wie wir damit umzugehen haben, nämlich nicht nachfragen. Ja, Das richtig. ist das große Problem, das ich sehe, weil eben halt alle irgendwie irgendwas erlebt haben oder in der Familiengeschichte haben. Und das zieht Verhaltensweisen nach sich. Also ich habe mal bei meinen Schülern den Test gemacht, was sind denn so die Sätze, die ihr von euren Eltern mitgegeben gekriegt habt? Die haben alle einen Bezug zu, solange du die Schuhe unter meinen Tisch hast. Die haben alle einen Bezug zu, mach erst was Vernünftiges. Ja. Ich habe ganz viele Klassen unterrichtet. Ich bin ja ehemals Berufsschullehrerin, wo ganz viel Kreativität eine Rolle spielte. Die kannten alle den Spruch Brotlos Kunst. Ganz Alle. genau. Boah, da habe ich jetzt Gänsehaut. Jetzt Ja, habe ich ich Gänsehaut. auch gerade wieder. Schön. Oh, Ja, ja. ja. Und wir sind alle, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich bin mit einem unglaublichen Sicherheitsbedürfnis aufgewachsen. Alles kontrollieren müssen. Ich habe, und das hat natürlich dann auch wieder mit Geburtsumständen und solchen Sachen zu tun. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich meine Umgebung nach Gefahren für mich scannen muss. Meine Mutter musste in den Bunker. Die hatte keine Gelegenheit zu scannen. Und als sie wieder aus dem Bunker rauskam, war alles hin. Ja, ich habe ein unglaubliches Sicherheitsbedürfnis gehabt. Deswegen ja auch so einen sicheren Beruf. Ja. Ja, klar, das ist die Folge draus. Und ich Ja. denke auch, dass man das auch jetzt bei den Jüngeren wieder beobachten kann, weil natürlich das wird Ja. ja nicht aufgelöst dann, Natürlich nicht. weil keiner fragt nach und niemand, oder niemand ist vielleicht falsch, aber die wenigsten Menschen machen diese Verbindung. Ja? Und dann kriegt das immer die nächste Generation mit. Und deine Schüler sind ja, Schüler und Schülerinnen waren ja viel jünger und trotzdem spüren die das immer noch. Und jetzt Ja. merkt man ja auch, dass viele sich wieder für sichere Berufe interessieren, öffentliche Dienste. Ja, wo ich genau Ja. weiß, ich kann genau kalkulieren, welches Geld und so weiter habe ich zur Verfügung. Und das hängt bestimmt damit zusammen. Also ich kann mir das anders nicht erklären. Ganz sicher. Und weil das eben, das ist ja auch der Bogen, den ich im Buch schlage, ich gehe von meiner persönlichen Geschichte auf das Kollektive und Genau. denke so, ich bin umgeben von sicherheitsbedürftigen Menschen. Ich bin umgeben von Menschen, die, obwohl sie nie Hunger gelitten haben, immer das Gefühl haben, es könnte nicht reichen. Genau. Das haben wir am Anfang von Corona mit Toilettenpapier erlebt. Ja, Dieser Mangel, das ist gell? so ein typisches Beispiel. Und wenn du die Leute fragst, warum sie so viel Toilettenpapier kaufen, können sie dir keine Antwort geben, weil es Richtig. offensichtlich ja eigentlich eine völlig blöde Idee war. Aber sie Ja. sind alle gelaufen. Ja, aber das ist Also genau der dieses Punkt. Mangelgefühl oder dieses Angstgefühl, es könnte wieder schlechter werden, das ist uns allen gegeben. Ja, und auch das ist nicht genug für alle da, gell? Und Also ich man bin muss. nicht gut genug. Also das ist auch so Ja, dieses, hängt alles zusammen. das hängt alles zusammen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch mit den Generationen vor uns zusammenhängt, weil die sind ja in diesem Ohnmachtsgefühl groß geworden. Natürlich. Und im Gegensatz zu uns hatten die wirklich diesen Mangel. Und das ist halt der Unterschied. Also die Genau. hatten wirklich. Und dann kann ich auch verstehen, warum eben Menschen, die in der Zeit gelebt haben, warum die dann dafür sorgen, dass sie immer genug haben. Das ist auch total nachvollziehbar, weil die Absolut. natürlich, viele von denen haben mal alles verloren. Ja? Oder sie mussten fliehen. Ja, gibt's, das ist nämlich auch so ein Strang, diese Fluchtgeschichte. Und vielleicht ist es jetzt zu weit gegriffen, aber das Thema Flucht und Immigration ist ja auch jetzt gerade aktuell in ganz Europa ein Riesenthema, weil man will ja nicht, dass Leute wandern. Man möchte, dass alle da bleiben, wo sie sind. Wenn wir aber mal ehrlich sind und unsere Geschichte anschauen, haben wir alle irgendwann mal eine Alle. Geschichte hinter Ich uns. habe, das ist das Spannende, wenn man sich mit der eigenen Familiengeschichte beschäftigt. Ich habe eine große Affinität zur Küste. Das erklärt sich vielleicht, weil mein Vater in Flensburg geboren ist. Der ist ja quasi mit den Füßen in der Ostsee zur Welt gekommen. Ja. Aber das hat nicht erklärt, warum ich immer, wenn ich an die Küste komme und Salzwasser rieche, einen ganz tiefen inneren Frieden verspüre. Und da habe ich meiner Mutter, die ganze Familie ist so. Und dann habe ich meine Mutter das gefragt und sagte, dein Großvater kommt aus Polen, aus Gumbin und musste fliehen. Wir haben auch alle eine Fluchtgeschichte. Fast Genau. alle, mit denen ich spreche, sagen, ja, meine Großeltern kommen auch irgendwie, die mussten auch dann rüber machen und ne, so. Ja, genau, Und dieses irgendwo nicht zu Hause zu sein, aufpassen zu müssen, nicht wieder
vertrieben zu werden. Ich habe gestern gerade ganz aktuell eine Dokumentation gesehen, da geht es um die heutige Flüchtlingsproblematik. Und da sagte eine junge Syrerin, ich will mich nirgendwo aufdrängen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier in Deutschland nicht mehr gewollt bin, dann suche ich mir einen neuen Platz, so weh es mir tut. Aber ich möchte mich nicht aufdrängen. Ich habe da gesessen, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich gesagt habe, was passiert denn hier eigentlich? Wir haben alle eine Flüchtlingsgeschichte. Und wir vertreiben Leute, weil wir sagen, wir haben nicht genug Klopapier. Ja, genau. Und ich finde auch, wenn man mal so rauszoomt und sich das so anschaut, dann kommen viele Dinge, sieht man in einer anderen Perspektive und die werden dann plötzlich, ich will nicht sagen unwichtiger, aber die Relevanz ist anders dann, ja, irgendwie. Und Und ich glaube, ich bin mir sicher, wenn wir alle unsere Geschichte kennen würden, denn man kann ja diese Ängste nicht wegschweigen, die sind da. genau. Wenn wir alle unsere Geschichte angucken würden, dann würden wir wissen, wir kommen alle aus Flüchtlingsfamilien, wir kommen alle aus Familien, die Mangel erlebt haben, die Ängste erlebt haben, die Ohnmacht erlebt haben, Verlust, ja, genau. Verlust erlebt haben. Und wir kommen aus Geschichten, wo es ganz klar ist, dass man dann für sich entwickelt, das will ich nicht wieder erleben. Aber was tun wir Ja. denn den anderen gerade an? Genau, weil die wollen das auch alle nicht erleben. Die Und wollen das auch alle nicht. das passt super, weil ich habe tatsächlich in meinem Buch nicht viel über das Thema geschrieben, aber wenn ich darf ich Darfst kurz du gerne. vorlesen, weil das passt jetzt gerade ganz gut. Also ich habe in meinem Buch immer zum Schluss so einen Abschnitt, der heißt, was ich gelernt habe. Und da steht jetzt hier, in einigen Büchern lese ich über das Erbe, das Kriegskinder und Kriegsenkel mit sich herumtragen. Weil die meisten Traumata nicht verarbeitet werden, sind Spuren davon in uns allen zu finden. Dabei geht es um familiäre Ereignisse genauso wie um gesellschaftliche. Mir wird klar, dass die Kinder und Erwachsenen, die den Krieg in Syrien, in Afghanistan, im Jemen, in der Ukraine und in all den anderen Kriegsgebieten erleben, Ähnliches durchmachen wie unsere Vorfahren. Die Menschen dort und auch diejenigen, die durch Flucht der Gefahr entkommen, brauchen ganz dringend Unterstützung bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse. Denn ansonsten folgt dort genau das, was wir in Europa heutzutage erleben. Die Ängste gehen ungehindert an die nächsten Generationen über und drängen irgendwann an die Oberfläche. Das ist genau das. Und das ist auch für mich der Anlass gewesen, zu sagen, ich will meine Geschichte erzählen. Weil, also so persönlich meine Geschichte auch anmuten mag, wenn ich dann diese Verbindung herstelle zu dem, was viele Familien in den Kriegen erlebt haben. Und dann letztendlich klar ist, dieses Puzzleteil ist bei jedem zu finden, wenn er nur sucht. Vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei mir. Aber es hat immer Auswirkungen. Es hat immer Auswirkungen. Und das merke ich alleine, wenn ich mit meinen Schülern gearbeitet habe und sie alle die Sprüche, mit denen ich aufgewachsen bin, alle kannten. Alle. Genau. Und ich dann denke so, ja, es hat sich noch nichts geändert. Es ist noch nicht aufgelöst. Und ich meine, Es ist nicht aufgelöst. das mit dem Puzzle ist so ein schönes Bild, weil ich brauche ja dieses Zwischenteil, damit das ganze Bild entsteht. Und es ist dann auch nicht wichtig, was auf diesem Puzzleteil abgebildet ist. Aber wenn es fehlt, dann fehlt halt was. Also ist es wichtig, einfach das zu finden und das an die richtige Stelle zu legen. Und gibt es denn, Inke, aus deinem Buch noch was, was du vielleicht noch passenderweise lesen möchtest? Oder hast du so Eigentlich habe ich alles das alles erzählt. Also ich bin ja eher so eine Erzählerin. schon? Deswegen erzähle ich das im Buch ja auch. Also Sehr von schön. daher ist eigentlich mit deinem, was du gerade vorgetragen hast, ist ein wunderschöner Schlusspunkt dafür gesetzt worden, warum das so wichtig ist, dass wir uns diesem Thema widmen. Genau. Und uns nicht Und mit einer. deswegen heißt mein zweiter Stichpunkt und der zweite Untertitel ja auch inneren Frieden finden. Ich habe meinen Frieden ja nicht nur mit dem Elbtunnel gemacht, sondern mit allem, was damit zusammenhängt. Genau, und das ist dann ja die Folge daraus, genau. Genau. Kann auch Und uns. alle, die uns jetzt zuhören, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn es dringend nötig ist, in die Geschichte zu gucken. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen meine Mutter, ich hoffe, sie weiß das, vielleicht sieht sie das Video ja auch dann, wo ich tatsächlich mit den Augen gedreht habe, wenn ich gesehen habe, meine Mutter ruft an. Also man hat ja so diese typischen Phasen, oh Mama, ja. Wir telefonieren heute fast täglich. Ich fahre einmal die Woche nach Bremen, auch wenn das sehr viel Aufwand ist, und ich liebe meine Mutter heiß und innig, und ich hoffe, wir haben noch ein paar Jahre miteinander. Auch das verändert sich.
Wie schön. Hm. Ich finde, das ist der perfekte Schluss, Imke, für unser heutiges Das Gespräch. finde ich auch. Ja, finde ich Ganz auch. lieben Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast. Und das kann ich auch nochmal sagen. Also das Buch ist auch sehr, sehr, sehr persönlich. Ja. Und wenn man liest und die Tränen kommen, dann ist es ein gutes Zeichen, möchte ich Gutes Zeiten. Es ist auf jeden Fall ein Impuls zu sagen, ich glaube, ich gucke da mal hin. sagen. Genau, Ich genau. danke dir für den Raum, den du mir geöffnet hast, liebe Sehr Gabriele. gerne.